Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de in Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler auf gelegenheitsspieler.de. Und hier rund um den Spieletisch sitzen wieder der Henry. Das Blümchen. Der Christian. Und die Michaela. Ich sing das? Henry singt das auch. Spiele.podcast.de. Das war ihr gerappt. Gerappt. Okay, aber wir sind ja gar nicht in der Welt der Rebbe, sondern wir sind in Kiel sozusagen. Wir haben ein lokales Spiel mitgebracht und zwar Teneriffa. Ja, weil Kiel und Teneriffa, das ist praktisch das ist wie Moskau und Berlin. Einfach. Das Kiel von Spanien, würde ich mal sagen. Also Teneriffa, eine Neuheit rausgekommen auf der Spielemesse in Essen und wie gesagt im Selbstverlag von einem Kieler rausgebracht. Also, der fast bei euch um die Ecke wohnt. Habe ich auch gesehen. Wir sehen jetzt keine, obwohl steht eigentlich drin, aber wir sagen trotzdem nicht, wo er wohnt. Aber dann weiß man ja, wo wir wohnen. Ja. In Kiel. In Kiel. Der schönste Stadt der Welt. Ich glaube, das steht bei dir auch auf der Homepage drauf. Das muss, glaube ich, sogar aus rechtlichen Gründen. Der Autor ist übrigens Dirk Holldorf. Und wie gesagt, er ist Kieler und er ist Teneriffa-Fan. Deswegen hat er ein Spiel gemacht, das mit Teneriffa zu tun hat. Und deswegen haben wir jetzt hier ein Spielbrett liegen, das Teneriffa erstaunlicherweise zeigt. Mit den entsprechenden Orten da drauf. Und Badelagen. Und er hat es auch noch Teneriffa genannt. Das sind Zufälle, ne? Man glaubt es nicht. Wart ihr schon mal auf Teneriffa? Nein. Nein. Schade. Wir auf schon, Kanarien. Hab aber wenig Erinnerung dran. Auf Lanzarote. Na, wir hatten an dem schönsten Punkt der Insel, hatten wir leider schlechtes Wetter und konnten den ausblicken. Auf diesem Berg, also die Videozuschauer sehen wieder, hier oben gibt es so einen Berg. Und da hat man einen wunderschönen Blick über die gesamte Insel. Aber wenn Nebel ist, ist nichts mit schönem. Auf Gran Canaria waren wir doch auch bei irgendeinem Berg. Ja. Auf jeden Fall, es gibt viele schöne Orte. Der schönste ist, wie gesagt, Kiel. Und aus diesem Land kommt oder aus dieser Stadt kommt es. Merkst du, das interessiert Henry jetzt gerade gar nicht, wo wir waren. Wir wollen ja auch über die Spiele reden. Das interessiert die Hörer doch auch nicht. Da hat sich mal einer beschwert, dass wir hier viel zu viel rumlabern. Wir labern doch nicht. Wer war das? Ein YouTube-Gucker. Aber der hatte wahrscheinlich wenig Zeit. In der hektischen Zeit von heute ist es eben so. Wir kommen nochmal auf ganz kurz. Also einfach, wenn ihr mal Lust habt, nochmal ganz kurz auf das Spiel zurück. Nämlich Teneriffa von Dirk Holldorf und... Da geht es um eine Insel. Australien ist eigentlich auch eine Insel, wenn man das mal so... Ist von ja, Wasser vielleicht gibt es da nochmal eine Erweiterung. Wir waren schon mal in Australien. Yes, okay. Genau. Ich war auch schon mal in Wanne-Eickel. Man glaubt es nicht. So, ehrlich? Ja, durchgefahren. Also, im Wuppertal war ich auch schon. Also, genau. Hat auch mit dem Spiel so gar nichts zu tun. Also die Hörer, die mich da rumstehen, dass zu mir rumlabern, die haben jetzt auch vergraut. Ich glaube auch, das. Jetzt, der Letzte ist weg. Wir können also ganz intim jetzt hier über alles reden, was wir wollen. Aber da wir das ja sowieso unbezahlt haben, können wir es auch machen, wie wir wollen. Dann labere ich so viel, wie ich will. Genau. Ich habe nur noch ungefähr 20 Minuten Film drauf. Also da müssen wir uns beeilen. So, also. Es geht darum, wir haben Spielbrett. Wir haben, das ist erstmal vielleicht, um das mal festzuhalten, ganz innovativ, es gibt Spielpunkte bzw. Siegpunkte zu gewinnen. Und wer am Ende am meisten Punkte hat, gewinnt. Siegpunkte gibt es zu gewinnen? Ja, also man bekommt sie für bestimmte Aktionen. Und da haben wir nämlich hier auf der einen Seite, Videozuschauer sehen das, mitten im Wasser vor Teneriffa die Siegpunkte leiste. Mal so ein bisschen schief rein, aber ja, man sieht, also wir haben jetzt nicht nur 4 oder 5 Siegpunkte insgesamt erwirtschaftet, nein, wir sind schon einmal rund. Und vor allem, was ich ganz cool finde, die Siegpunkte werden durch Häuser dargestellt. Also man stellt sein eigenes Haus ins Wasser, das geht dann unter. Das ist ein Wasserhaus. Man hätte es auch Atlantis nennen können, das Spiel. Aber. Komm, wir wollen ein bisschen ernsthaft kurz über das Spiel Teneriffa reden. Und zwar, ja, was haben wir hier sonst noch auf dem Spielbrett? Es gibt ja verschiedene Funktionen. Ernsthaft kann ja jeder sein langweilig. Ja, das stimmt natürlich auch. Gut, fangen wir dann eben nicht mit dem Spielbrett an, sondern wir fangen mit dem Spielbrett an. Das Wichtigste sind eigentlich Auf dem Spielbrett sind diverse Städte zum Beispiel und ein paar Städte haben ein Bauernsymbol daneben. Ja, richtig. Was hat der Bauer zu sagen? Dann kann man Bauern da. Also dann kann man da... Bauern? Nein, man kann dort, wenn man möchte, gerne was anbauen. Und zwar in welcher Stadt man das macht, da haben wir hier eine entsprechende Karte. Beim Spiel zu viert werden sämtliche 6 Städte abgehandelt. Beim Spiel zu dritt werden nur... eine Stadt weniger, also nur 5 Städte abgehandelt. Und so geht es Runde für Runde. Und danach, wenn wir alle Städte durch haben und entsprechend bebaut haben mit Häuserchen, dann geht es nochmal hier nach La Laguna. Und dort wird dann noch das Rathaus gebaut. Da gibt es noch ein paar Sonderpunkte und dann ist das Spiel fertig. Das heißt, die Karten werden erstmal gemischt, die Städtekarten. Und genau. Dann werden die zufällig aufgedeckt. Und die Stadt, die aufgedeckt ist,
in der geht es jetzt erstmal dann los. Da geht's rund. Und wenn man dann in einer Stadt keinen Bauern abgebildet hat, dann sollte man Henry auf keinen Bauern legen von den Karten, die man das hat. Das ist, ne? Genau. Man sieht hier auf dem Spielfeld sind so Bauernsymbole und nur dort, wo einer ist, da darf man auch entsprechend was anbauen. Denn aber den anderen geht es nur wenig. Denn wir haben sogenannte Handkarten auf der Hand. Mhm. 6 Stück an der Zahl. Charakterkarten sind das, genau. Es gibt zum Beispiel Maurer, es gibt Händler, es gibt Exporteure, es gibt die schönen Diebe und es gibt einen Händler. So, und mit diesen Karten spielt man eigentlich. Und im Spiel zu viert kann jeder davon 3 Karten legen. Die werden verdeckt ausgelegt. Da gibt es hier so eine Leiste von 1 bis 12. Und reihum legt jeder zunächst eine Karte, bis jeder 3 Karten ausgelegt hat. Und zwar verdeckt. Und zwar, habe ich schon gesagt. Ja, cool. Aber frei, wie man will. Man kann also die erste Karte auf die 12. Position setzen. Genau. Oder auf die erste, oder auf die 6., die 7., die 5., genau. Wie man will. Genau. Mhm. Und dann werden diese Karten aber von vorne nach hinten abgearbeitet. Das heißt, die Karten werden dann, wenn sie alle liegen, alle zusammen aufgedeckt und dann wird von der 1 an die Karte abgearbeitet. Und da haben wir nämlich schon das erste Problem, 2 Probleme eigentlich, die uns treffen. Das kann nämlich sein, dass ich die Aktion, die ich dort auslege, gar nicht mehr machen kann. Genau. Da gibt es 2 Gründe für. Entweder, wenn ich nämlich den Händler oder den Exporteur habe, dürfen nämlich nur die ersten 3 überhaupt was machen. Die anderen gehen dann wirkungslos einfach in der Kneipe trinken oder was auch immer. Mhm. Und was eigentlich das eigentlich auch der 5. des gesamten Spieles. Das ist nämlich der Dieb. Ja. Und zwar der Dieb, wenn der hinter einer anderen Karte liegt, dann beklaut er den, der davor liegt, nämlich... Ausnahme der Bauer, genau. Der wird nämlich nie beklaut. Und Ausnahme, hinter ihm ist noch ein Dieb. Mhm. Die stellen sich also schön hintereinander an. Mhm. Und wenn der Erste den Ersten geklaut hat, nimmt der Nächste das wieder ab und so weiter. Also nur der Allerletzte, der kriegt überhaupt das Diebesgut. Sprich, also in der Regel Punkte kann den anderen zumindest schachmatt setzen für diese Runde. Genau. Und was kann man damit machen? Also mit dem Maurer zum Beispiel können wir in der Stadt, die aktuell da ist, sagen wir jetzt mal, wir haben hier Santiago del Tide oder wie das auch immer heißt, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, da haben wir 3 Bauplätze, das heißt, wir können maximal 3 Häuser bauen und die Maurer, die zum Tragen können, können da halt ihre Häuser dann reinsetzen. Genau. Und gibt's bekommen dann 2 Punkte. Genau. Dann hätten wir zum Beispiel, den Dieb hatten wir ja schon besprochen, wir haben zum Beispiel den Händler, der kann dann erstmal in ein Startfeld reingesetzt werden, kann dann weiterziehen und bekommt Punkte für alle Häuser, die nicht zu ihm gehören, also nicht zur Farbe desjenigen gehören, der das gelegt hat. Mhm. Wenn also, was weiß ich, hier der Rote jetzt zum Beispiel hierher geht, in dieses Puerto de la sonst was, Cruz, dann kriegt er hier 3 Punkte, weil nämlich ein rotes Haus drin ist und 3 andersfarbige, kann man ordentlich Punkte mit scheffeln. Genau. Dann haben wir noch den Bauern, den man nur bei bestimmten, nämlich wer das Bauersymbol neben der Stadt abgebildet ist, einsetzen kann. Man kann ihn auch anders einsetzen, macht aber nicht viel Sinn, Henry, ne? Ne. Kannst auch gut reden, das Thema. Und wenn man den Bauer einsetzt, dann darf man halt, es gibt hier noch bestimmte Warenfelder, nämlich einmal, was ist das hier nochmal? Zucker und Wein. Dann darf man nämlich ein Häuschen in eines dieser Felder setzen, die haben unterschiedliche Punkte. Und wenn man dann in einem anderen Zug oder auch vielleicht im gleichen Zug und weiter hinten und dann das vom Tragen dann kommt, den Exporteur ins Spiel bringt, dann bekommt man die Punktzahl, die auf dem Feld abgebildet ist, aber immer erstmal die niedrigste. Also diese Felder haben unterschiedliche Punkte und erstmal das Niedrigste muss man wegnehmen. Mhm. Wobei, das hat er sich nämlich auch überlegt, so hat er uns auch erklärt, das ist nämlich auch sozusagen der Geschichte von Teneriffa geschuldet. Man hat nämlich erstmal mit dem Zucker angefangen und erst im nächsten Schritt dann einige Jahre später den Wein exportiert. Mhm. Deswegen erstmal die ersten 3 Runden kriegt man noch Zucker und danach geht es dann nur noch mit Wein weiter. Mhm. Und das, wie gesagt, verkauft nachher der Exporteur, sofern man dann überhaupt noch Platz hat, nicht vorher schon viele Exporteure tätig waren. Oder eben ein Dieb nicht gerade dann beklaut. Mhm. Genau, ich glaube, damit haben wir sie auch, die Rollen. Mhm. Und so geht es zügig eigentlich immer weiter. Man legt also verdeckt seine Karten aus, dann werden die alle aufgedeckt, es wird alles schnell abgehandelt, dann geht die nächste Runde schon los. Und das bedeutet, dass das Spiel auch relativ zügig ist. Jetzt haben wir zwar mit Regellesen und allem nochmal 60 Minuten gebraucht, aber ein normales Spiel, würde ich mal sagen, kann man in 30 bis 45 Minuten tatsächlich, wie auf der Packung angegeben, locker runterspielen. Aber war jetzt auch ein bisschen, also die Anleitung, um es jetzt mal der Wertung wegzunehmen, ist auch nicht gerade gut. Für mein Empfinden. Etwas verwirrend. Also ich habe, als du das Spiel erklärt hast, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht so schnell reingefunden ins Spiel. Und von daher war jetzt für mich die erste Runde auch noch ein bisschen, musste auch noch ein bisschen mehr überlegen. Also ich habe auch zum Beispiel in der ersten Runde auch ganz hinten was gelegt, was auch total Schwachsinn war. Wo ich dann hinterher gemerkt habe, ach klar, ist ja Blödsinn. Und von daher denke ich mal, war das erste Spiel ist auch eher ein bisschen zähflüssiger, weil man auch erstmal das Spielprinzip reinfinden musste. Ich denke mal, wenn man es häufiger spielt, wird es nachher auch einfacher und schneller. Also es gibt immer eine Kurzanleitung. Da fehlt aber so ein bisschen was, habe ich das Gefühl. Also, aber es gibt eine Kurzanleitung auf einer Seite,
die man sich dann sozusagen nochmal hinlegen kann. Da kann man dann notfalls nochmal nachgucken, auch wenn man schnell nochmal was wissen will. Aber auch wieder ein Minuspunkt, finde ich, weil die gibt es nicht für jeden Mitspieler, sondern die gibt es nur einmal in der Anleitung selbst drin. Ne? Ja, aber und das dann ist bei vielen Spielen so. Müssen wir vielleicht noch was kurz zur Endwertung sagen, zu der Endstadt La Laguna. Mhm. Da gibt es dann eine Endwertung, die kommt ja als letztes dann, da bauen wir unsere Häuser und dann gibt es dann nochmal, je nachdem wie viele Häuser man nebeneinander baut, nochmal Bonuspunkte dann nachher zum Schluss. Genau, der Bonus macht's. Mhm. Und am Ende gewinnt Gelb. Wer war Gelb? Ich. Cool. Das Blümchen, natürlich. Aber nur mit einem Punkt Vorsprung. Ja. Ist doch egal, wie viele Punkte Vorsprung. Ach, nur mit einem Punkt vorbei. Vorsprung. Ja. Genau. Ja, und so geht Teneriffa. Das Spiel kostet, ja, da gibt es unterschiedliche Kostenmodelle, ich meine gesagt. Auf der Messe gab es das, glaube ich, für 20, 25 Euro. Ich glaube, erst fing es mit 35 Euro an. Dann ging es auf 30 Euro runter und letztendlich letzter Tag 25 Euro. Ich glaube auch. Also sehr unterschiedlich. Muss man, wie gesagt, sagen, Selbstverlag, also das ist nicht mit ganz normalem Maß zu messen, sondern die Kosten zumindest für das Spiel, soweit ich weiß, und ich habe auch einen längeren Artikel mal darüber gelesen, über ihn, da stand hier in der lokalen Kieler Nachrichten was, sind schon relativ hoch, muss man zugeben wohl. Das heißt also, da verdient er selbst bei 25 Euro nicht viel, aber jetzt habt ihr gesagt, bei Spieloffensive war es teilweise auch schon nee, für unter 20. Ja. Das hast du gesehen, ne? Ja. 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 Mhm. Bei einigen Versendern ist es hier im Raum Kiel, kriegt man sogar im Laden. Bei Weiland habe ich es gesehen. Genau. Mhm. Ansonsten gibt es eine Webseite, von der ich zumindest letztens noch gesehen habe, dass die nicht direkt aufrufbar war. Mal sehen, vielleicht geht sie jetzt ja wieder, holstein-spiele.de. Da gibt es dann vielleicht auch darüber Infos. Er hat auch, habe ich gesehen, jetzt eine Fanpage bei Facebook. Rechtlich natürlich als Datenschutzer muss ich sagen. Aber sie gibt es, das sei nur erwähnt. Mhm. Gut, damit können wir auch langsam, glaube ich, schon zur Wertung kommen. Und da fängt heute mal der Christian an. Ich überlege die ganze Zeit dieses System mit Karten verdeckt auslegen, dann aufdecken. Drachendelta? Zum Beispiel. Himalaya zum Beispiel. Zum Beispiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei beiden Spielen hatte ich das Gefühl, ich kann mehr beeinflussen. Also gefühlt ist es bei diesem Spiel wirklich so, dass es sehr, sehr glückslastig ist. Gerade durch die Funktion des Diebs, der auch wirklich jede Runde ja von allen gelegt werden kann, kommt und eine wurde. Und meistens auch wurde, richtig, kommt eine Unberechenbarkeit hier rein, die es schwer macht, strategisch überhaupt irgendwie was zu machen, ehrlich gesagt. Das heißt, der Effekt, den man eventuell versucht zu erzielen, wird ad absurdum geführt. Von daher, ich finde es von der Ausstattung her für einen Selbstverlag sehr gut. Also grafisch? Also ja. Grafisch ist es schön. Die Einzelteile, die Holzhäuser zum Beispiel, die kleinen Figürchen, sind haptisch gesehen auch gut. Also ist jetzt nicht irgendwie auch billig gemacht oder so. Also qualitativ sehr, sehr schön. Vom reinen Spielprinzip auch nicht schlecht, die ganze Sache, aber mir ist es wirklich zu glückslastig für ein Spiel und deshalb gibt es von mir ein ordentlich. Von mir gibt es ein empfehlenswert. Also ich habe es auch im Spiel schon gesagt, es ist wirklich ein sehr, sehr glückslastiges Spiel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt den Wiederspielreiz so für mich so gesehen und es macht mir auch echt Spaß. Also ich habe am Anfang gedacht, als Henne die Anleitung vorgelesen hat, so, was ist das jetzt für ein Spiel? Und ich finde auch gar nicht richtig rein, ich verstehe das nicht so richtig. Aber nachdem man es dann mal gespielt hat, nachdem die erste Runde durch war, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mir echt Spaß gemacht. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man es mal gespielt hat, ist es letztendlich auch kein schwieriges Spiel. Wenn die Anleitung besser und verständlicher geschrieben worden wäre, denke ich mal, wäre auch der Einstieg wesentlich einfacher gewesen. Und von daher würde ich dann sagen, es ist auf jeden Fall Familien- und auch Gelegenheitsspieler tauglich. Und du sagst es auch, oder? Und ich sage es auch. Ja. Da sowas von drauf. Ja, ich mache weiter. Ne? Was würdest du noch sagen? Nein, Reichsparteitag für dich. Also, ja, also von daher, man darf sich von der Anleitung nicht abschrecken lassen. Einfach mal versuchen und dann ist es für mich auf jeden Fall auch ein Spiel, was man in der Familie und auch was auch Gelegenheitsspieler und was man dann auch auf jeden Fall, wenn man es wieder spielt, denke ich mal auch nicht so einen großen Wiedereinstieg-Effekt hat, sondern wo man auch leicht wieder reinfinden würde. Ja, von mir ein empfehlenswert. Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mir auch Spaß gemacht hat und zwar, wenn du so willst, auch gerade wegen dieses Glücklastigen, was ich deswegen nett finde, weil es kurz ist. Also wenn es ein langes Spiel ist, dann wird es irgendwann dann auch ermüdend. Aber dadurch, dass man es wirklich relativ zügig runterspielt, finde ich genau eigentlich gerade dieses
überraschende, kommt jetzt ein Dieb dahinter oder nicht? Und man kann natürlich auch sehen, hat er es nach mir gelegt, vor mir, legt das mitten rein, versuchen da irgendwelche Strategien vielleicht drin zu entdecken, wie die Leute dann ihre Karten legen und was sie vielleicht jetzt machen werden oder auch gerade nicht machen werden. Das finde ich eigentlich gerade durch dieses schnelle Spielprinzip sehr, sehr nett. Und das hat mir also auch gerade durchaus Spaß gemacht, auch wenn es eben kein Strategieklopper ist und ich sicherlich dann eben gerade diesen Ärgerfaktor relativ oft dann habe, aber den haben ja andere auch und das freut einen dann wieder. Also so gesehen von mir aus ein ordentlich, deswegen kein empfehlenswert, deswegen nur ein ordentlich und kein empfehlenswert, weil es dann doch, finde ich, relativ, nicht, also nicht wegen der Glücklastigkeit, sondern relativ wenig bietet. Also jede Runde ist dann doch sehr ähnlich und sehr vergleichbar. Siehst du, da haben wir schon den ersten Zustimmer. Oder wollte gerne mitspielen, wahrscheinlich der Kleine. Und so gesehen würde ich sagen, ja, bleibe ich beim ordentlich und bin gespannt, was das Blümchen dazu sagt. Das war nur eine Reminiszenz sozusagen. Ich habe den meisten Anmerkungen eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich schließe mich der Mehrheit an, dass es von mir auch nur ein ordentlich gibt. Und zwar muss ich dort Michaela ein bisschen widersprechen. Wir haben dieses Spiel schon gespielt auf der Messe. Das ist nun natürlich schon ein paar Monate her, aber auch noch keine Ewigkeiten. Und ich muss sagen, dass der Wiedereinstieg erstaunlich schwer war. Und dass wir durchaus sehr viel in der Anleitung nochmal nachlesen mussten. Also das große Manko ist wirklich die Spielanleitung und der Wiedereinstieg für mich gewesen. Ehe ich wirklich wieder kapiert habe, was war möglich, was war nicht möglich. Eine vernünftige Kurzanleitung für jeden Spieler zum Wiedereinstieg und auch um zwischendurch mal zu gucken, was darf welche Figur, finde ich, könnte das Spiel sehr, sehr verbessern. Aber für einen Selbstverlag, wie gesagt, alle Achtung für dieses Spiel. Und ich denke mal, ordentlich ist ja auch nichts total Verkehrtes. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen muss, also ich wollte es immer wieder spielen und das hat mich eigentlich auch gefreut, es hat mir auch Spaß gemacht. Aber es ist jetzt eben auch nicht für mich das Spiel, was ich jedem ans Herz legen würde. Gut, aber wir haben auch viele Cosmos-Spiele schon mit ordentlich bewertet. Nur und so würde ich sagen, nur ordentlich ist ja schon ein für gutes uns schon, Spiel. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ordentlich also, ist ja immer noch ein Spiel, was man auch gerne mal wieder spielt. Richtig. Und ja, so also haben wir es jetzt gemacht. Da sind wir uns, glaube ich, auch durchaus einig. Genau. Und man kann auch erwähnen, es gibt zwar eigentlich nur für 3 und 4 Spieler die Anleitung, aber es gibt auch noch eine 2-Spieler-Variante da drin, wo er allerdings selber sagt, das kann man mal ausprobieren. Also das scheint nicht so 100% zu funktionieren. Wir haben es auch noch nicht ausprobiert. Soll wohl dann auch richtig witzig werden, allerdings wenn nur mit 2 Dieben jeder spielt. Also da wird es dann wahrscheinlich nur ein Hauen und Stechen. Und da sagen wir mal so, ist glaube ich mit Berechnung nicht mehr viel drin. Mhm. Aber theoretisch gibt es also auch noch eine 2-Spieler-Variante, die aber schon vom Anbieter sozusagen relativiert wird. Also eher 3 bis 4 Spieler sollte man dann wohl fairerweise bei dem Spiel sagen. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch, ne? Mhm. Dann haben wir heute den Urlaub durch. Jetzt könntest du mal die Kasse eigentlich mal leer machen, dass wir auch mal in Urlaub kommen nach Teneriffa oder so. Genau. Tja, die ganzen Werbegelder, die uns ja hier zufließen. Die muss auch voll sein, die Kasse. Natürlich. Und die ganzen Klicks, die wir auf die Werbespots bei YouTube bekommen. Ne? Ja. Das ist ja, also da gucke ich mal, ob da zumindest eine Flasche hier Sonnenbräuner drin ist. Gut, ja, das werden wir jetzt hier nochmal in 10 Verhandlungen austarieren und so lange wünschen wir erstmal noch einen schönen Tag, oder? Ja. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören vom Spielepodcast auf spielepodcast.de. Der Henry. Das Blümchen. Der Christian. Und die Michaela. Und tschüss und Freundschaft. Soll ich nochmal drüber mich aufregen, dass wir nicht aufstehen? Das nervt langsam. Wir können auch mal so. Aber wie willst du denn abklatschen mit 4 Leuten? Weiß ich nicht. Wir machen mal vor. Klatsch mal mit 4 Leuten. Ja, versuchen wir mal. Und? Das ist nur noch ein Podcast hier. Ja, genau. Das hat man nicht gehört, glaube ich. Ne? Okay. Und tschüss. Tschüss.